Nächster Redner ist von der SPÖ Rudolf Plessl. Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Innenministerin, sehr geehrte Kollegen, geschätzte Damen und Herren. Wir besprechen heute im Plenum den Entschließungsantrag von Team Stronach, Zahl 1202 vom 17.06.2015 hier eingebracht. Und wenn man diesen Entschließungsantrag hier durchliest, dann kann man sich zu diesem Zeitpunkt auch vorstellen, warum dieser eingebracht worden ist. Weil die Zahlen des Ministeriums, und hier gibt es eine wunderschöne Grafik vom Innenministerium, wo hier auch ab 2014 erkennbar war, dass hier die Asylanträge steigen und vor allem 2015 sich noch erhöhen werden. Aufgrund dessen ist dieser Entschließungsantrag eingebracht und die Bundesregierung wird hier aufgefordert, den Tatbestand Schlepperei Mindeststrafen einzuführen. Es sind gewisse Sachen hier auch angeführt worden. Ich möchte hier kurz einmal den Paragraphen 114 Schlepperei kurz erklären. Es gibt hier mehrere Absätze auf der einen Seite. Und vielleicht noch kurz zum Eingang möchte ich noch festhalten, dass dieser Paragraph nach dem Fremdenpolizeigesetz, der Paragraph 114, 2010 verschärft worden ist, wo hier von 1 auf 2 Jahre erhöht worden ist und noch ein zweites Mal, haben wir mein Vorredner schon gesagt, von der ÖVP 2015, wo hier von der größeren Zahl hier auf mindestens 3 Personen hier reduziert worden ist. Das heißt, dieser Paragraph wurde schon mehrmals erhöht. Wir haben hier beim Absatz 1 die rechtswidrige Einreise und Durchreise eines Fremden mit dem Vorsatz auch gefördert, damit sich die Person oder ein Dritter unrechtmäßig bereichert, Freiheitsstrafen bis zu 2 Jahren. Dann haben wir beim Absatz 2 innerhalb der 5 Jahre, wenn er sich schon einmal so einem Vergehen, also so einen Straftatbestand schuldig gemacht hat, gibt es Freiheitsstrafen bis zu 3 Jahren. Und jetzt komme ich zum Absatz 3, Herr Kollege Hagen. Hier geht es um die Gewerbsmäßigkeit, mindestens 3 Personen. Oder insbesondere während dieser Beförderung zu einem qualvollen Zustand hier durchgeführt haben. Gerade in Ihrem Entschließungsantrag ist auch erkennbar, von ungeschützt, von Transportmitteln, engsten Raum, gerade diese Spezialisierung wäre hier zum Tragen. Und was Sie fordern, ist einfach in Absatz 3 auch erkennbar. Hier geht es um eine Freistrafe von 6 Monaten bis zu 5 Jahren. Ein weiterer Absatz ist der Absatz 4. Hier geht es Mitglied einer kriminellen Vereinigung. Hier gibt es sogar einen Strafrahmen von 1 bis zu 10 Jahren. 1 bis zu 10 Jahren, beziehungsweise auch wenn das Leben der Person auch gefährdet wird. Wir haben hier noch sogar einen Opferschutz drin in diesem Paragraph und eine vorläufige Sicherstellung von öffentlichen Sicherheitsbeamten, die ja die Möglichkeit haben, das auch umzusetzen. Jetzt komme ich natürlich dazu, Herr Kollege Hagen, ist natürlich von der Kollegin Dietrich, verstehe ich es, aber Sie als gelernter Polizist verstehe ich es nicht, dass Sie nicht nur wissen, dass wir mehrere strafgesetzliche Bestimmungen haben, wir haben auch das Strafgesetzbuch. Sie erzählen hier in Ihre Ausführungen drinnen, ist das niedergeschrieben, gnadenlose Ausbeuter, völlig ungeschützt, desorientiert aussetzen. Hier gibt es in § 82 Aussetzung, der mit Freistrafen 6 Monate bis zu 10 Jahren bestraft worden ist, genauso was Sie fordern mit der Mindeststrafe. Hier geht es dann weiter, auch Transportmittel auf engstem Raum zusammenfechten. Und das Interessante daran, marode Boote, teilweise sogar gezielt versenken. Hier reden wir von einem Strafrahmen 75, 10 Jahren bis 20 Jahren und lebenslang. Also eine höhere Strafe gibt es nicht mehr. Ich weiß, Ihr Mentor hat bei diversen Aussendungen hier den Berufskiller eine höhere Strafe, aber das ist das falsche Land. Bitte, vielleicht können Sie mir nicht nochmal Rücksprache halten, weil das nicht in Ordnung ist. Und alle, die hier Ihren Antrag mitstimmen, die beziehen sich nur auf das Fremdenpolizeigesetz und nicht auf die anderen gesetzlichen Strafbestimmungen. Ich möchte nur erwähnen, da gibt es noch 104 Menschenhandel, Erpressung und so weiter, kriminelle Vereinigung. Also es gibt unheimlich viele Möglichkeiten auch und deswegen lehnen wir das natürlich ab. Danke. Es gäbe bereits diesbezüglich mehrere strafrechtliche Bestimmungen, sagt Rudolf Plessl von der SPÖ.